Hey und herzlich willkommen zu meinem Kanal, ich bin Daniel und heute zeige ich dir, wie du bis zum kompletten Gipfel des Mount Teide hier in Teneriffa kommen kannst. Denn, was viele nicht wissen, ist, dass pro Tag nur ca. 200 Leute auf den Gipfel erlaubt sind. Und dafür brauchst du eine spezielle Genehmigung. Und diese Genehmigung kannst du nur online beantragen. Aber das Schöne ist, es ist komplett free, also quasi kostet dich nichts. Du musst nur dran denken, dass du das, bevor du nach Teneriffa kommst, online beantragst. Wenn du nach Teneriffa kommst, dann geh auf jeden Fall zum Mount Teide. Ich finde, das ist der wichtigste und der schönste Sehenswürdigkeit, die du machen kannst. Wenn du dorthin kommst, dann kommst du unten auf die Base Station. Das ist ungefähr auf 2356 Metern. Dann kannst du eine Cable Car nehmen, hochfahren auf die Upper Station auf 3555 Meter. Wird auch La Rambla genannt. Aber wenn du wirklich auf 3718 Meter kommen willst, also auf den Rand, auf den Gipfel des Vulkans, dann brauchst du diese beantragen. Und die werde ich dir jetzt zeigen. Wo du das Ganze beantragen kannst, dazu habe ich noch einen Artikel geschrieben auf workingholiday.blog. Da kannst du dich mal durchklicken, da zeige ich dir auch die ganzen Zahlen und die ganzen Öffnungszeiten und die Fahrten zur Cable Car. Denn da musst du nicht ein bisschen aufpassen und es gibt noch unglaublich schöne Trails, die du machen kannst. Kommen wir jetzt mit meinem Computer und dann zeige ich dir, wie du das Ganze beantragen kannst. So, wenn du dich auf der Seite befindest, dann kannst du oben die Sprache einstellen. Ich habe das Ganze jetzt schon mal auf Deutsch eingestellt und dann beginnst du hier bei der Liste der Aktivitäten. Klicke einfach drauf. So, auf der nächsten Seite findest du hier ganz oben Reservierungen. Da klicken wir jetzt drauf. Im nächsten Schritt lassen wir einfach General Public und sagen dann nächster Schritt. So, und jetzt kommst du zur Auswahl deines Datums. Wenn du hier klickst, dann kannst du dich durchklicken. Auf der rechten Seite siehst du jetzt die vier Möglichkeiten zu den verschiedenen Uhrzeiten, wann du auf den Gipfel quasi hoch kannst. Jetzt siehst du hier schon, dass für den ersten gar keine Plätze mehr verfügbar sind. Und jetzt kann ich hier zum Beispiel das hier anwählen, 13 Uhr bis 15 Uhr. Das ist auch die Zeit, in der du oben sein musst. Du kannst nicht vorher und nicht danach, sondern du musst dich an diese Zeiten halten. Hier kann ich jetzt auch noch sagen, wenn ich für eine Gruppe anmelde, also zum Beispiel zwei, kann ich mich gleich für die Gruppe anmelden. Nächster Schritt. So, wenn du nicht aus Spanien kommst, dann kannst du hier deinen Passport, also Pass mit Passnummer und so weiter ausfüllen. Dann gibst du deinen Namen ein. Deutschland ist Alemania. Dann musst du noch deine E-Mail-Adresse angeben. So, dann musst du bestätigen und dann nächster Schritt anklicken. Im nächsten Fenster bekommst du dann die Bestätigung. Diese Bestätigung druckst du dann aus oder zeigst sie am Handy vor, zusammen mit deinem ID, also mit Passport oder deinem Personalausweis, damit die dann auch sehen, dass du das bist. Denn nur so kommst du dann auf den Trail 10. Das ist der dich zum Gipfel bringt. Bonus, es gibt sogar die Möglichkeit, wie du kostenlos hoch auf den Gipfel kannst. Dazu musst du dich aber recht sehr früh anstellen, denn du musst bis 9 Uhr morgens diesen Pfad dann wieder verlassen haben. Wenn du die Genehmigung online haben willst, dann tue ich dir den Link in meinen Artikel rein. In dem Artikel findest du auch noch mal ein bisschen mehr drin, dann kannst du dich da rechtzeitig drum kümmern. Wie gesagt, mach das ungefähr zwischen 2 bis 3 Monate, bevor du nach Teneriffa kommst, dann hast du das alles in der Tasche und dann passt es dann auch. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann gib mir einen Daumen hoch, Like, Subscribe, Dingel, Dingel, the Bang, also quasi diese Glocke, damit du auch in Zukunft weitere Benachrichtigungen bekommst. Ich freue mich auf unser nächstes Video. Mach's gut. Ciao. Ich bin da.